Herzlich willkommen. So schön, dass du eingeschaltet hast hier bei ICF Schwarzwald Bodensee. Hey, gleich geht's los. Lass uns doch gern schon mal ein Like und ein Abo da und dann eine richtig inspirierende Zeit beim kommenden Video. Ja, wir haben uns gefragt, mit welchem Inhalt eröffnet man jetzt Days of Power, ein Wochenende, wo wir Erwartung haben, dass Gott durchbricht, dass Gott Wunder tut. Und wir haben es ja schon in unserem Titel quasi von dem Wochenende, Days of Power, ja? Und ich denke, wer Power versteht, bedeutet ja Kraft. Also habe ich die Message heute Nachmittag genannt, der Weg zu Gottes Kraft. Wie kommen wir denn jetzt zu Gottes Kraft? Und ich weiß nicht, was dir in den Sinn kommt, wenn wir über Gottes Kraft reden, weil ich glaube, es gibt nämlich zwei Wege, zu Gottes Kraft zu kommen. Der eine ist der, den wir vielleicht oft auch in der Kirche betonen, dieser Moment, wo wir alle im Worship stehen, wo unser Glaubenslevel wirklich da oben ist, wo wir wissen, das ist meine Berufung, ich habe Glauben an den Gott. Das ist die Kraft, wo wir denken so, hey Hammer, da erleben wir Gottes Kraft. Aber wisst ihr was? Ich glaube, das ist nicht der einzige Weg, um Gottes Kraft zu begegnen. Sondern wir lesen in der Bibel von einem noch weiteren Weg, wie man Gottes Kraft begegnet. Und dieser Weg ist nicht von einem Ort der eigenen Kraft und menschlichen Kraft, von einem Ort des Glaubens, sondern von einem Ort des Schmerzens und der Schwäche. Also der Untertitel der Message heute ist: Der Weg zu Gottes Kraft durch Schwäche zum Sieg. Weil ich weiß nicht, wie du heute hierher gekommen bist. Wir kommen ja nicht alle neutral in diesen Raum rein, haben unser happy, clappy ICF-SWB-Face auf, sondern nein, nicht. Leute, wir kommen aus dem Leben, aus dem echten Leben. Ich weiß, wie das Leben ist. Die einen hatten vielleicht einen stressigen Tag, eine anstrengende Woche. Vielleicht sind manche von uns auch aktuell gerade in einer Season, wo es einfach nur hart ist, wo es schwer ist. Vielleicht sind wir sogar an dem Punkt, wo wir sagen können, Gott, ich habe diesen Schicksalsschlag erlebt und ich habe geglaubt. Gott, ich habe geglaubt, aber es ist nicht gekommen. Ich habe es nicht gesehen. Das ist dieser Punkt, dieser tiefe Punkt der Schwachheit. Aber an diesem Punkt entscheidet sich, ob wir Gottes Kraft erleben oder nicht. Und ich bin mir sicher, Gott begegnet uns nicht nur auf den Gipfeln des Erfolgs, sondern besonders auch in den Tälern unserer Schwachheit. Und was ich hier am Anfang auch einfach prägen möchte, ist auch eine Kultur, die wir jetzt die kommenden Tage, aber auch gesamt in unserer Kirche gern haben. Wisst ihr was? Wir können gut in der Fake, auch in einer geistlichen Welt Gott anbeten und sagen, wir wissen, wie man sich bewegt, wir wissen, wie man Gott anbetet, aber wisst ihr was? Gott kann uns nicht in einer Fake-Welt begegnen. Gott kann uns immer nur in unserer Realität begegnen. Wie sieht deine Realität gerade aus? Leute, oft sind Emotionen und Schmerz ein Hinweis, wie diese Realität aussieht. Und mein Wunsch ist es, dass wir jetzt in diese Tage gehen und nicht nur in den Pausen und in den Sessions uns über Smalltalk austauschen, sondern mein Wunsch ist es, dass wir dieses Level an Ehrlichkeit und Transparenz haben. Weil der Level deiner Ehrlichkeit bestimmt der Level deines Durchbruchs. Der Level, wo wir sagen, ich öffne mein Herz für Gott und auch vor anderen, bestimmt der Level, wie Gott durch uns wirken kann. Und der erste Punkt, Schwachheit, bedeutet am Ende nichts anderes, als der Realität ins Auge zu sehen.
Wie sieht deine Realität aus? Wie sieht meine Realität aus? Am Ende stehe auch ich hier und denke, puh, wie oft haben David und ich gesagt, was machen wir hier eigentlich? Wir haben uns so nicht fähig gefühlt, sowas wie die Days of Power oder auch die gesamte Kirche. Wie macht man sowas? Und am Ende ist es der Punkt der Schwachheit. Und ich will euch reinnehmen in eine Bibelstelle in 1. Chronik 14, die Verse 8 bis 9. Und da lesen wir, als die Philister hörten, dass David zum König über ganz Israel gesalbt worden war, waren sie mit ihrem ganzen Heer, um ihn in ihre Gewalt zu bringen. Aber David erfuhr davon, zog ihnen entgegen. Die Philister kamen und schlugen ihr Lager im Tal Rephaim auf. So, erstmal eine schöne AT-Stelle, gell? Sagt uns schon richtig viel. Aber was uns hier auffällt, ist, okay, David kommt gerade aus seiner schönen Zeremonie, er ist frisch König geworden und zack, taucht ein Feind auf, wer weiß es, den er eigentlich doch schon besiegt hat. Wer erinnert sich daran, dass David eigentlich Goliath und die Philister bereits besiegt hat? Aber David kommt auf ein neues Level, auf ein neues Berufungslevel und plötzlich taucht ein alter Feind in einer neuen Kraft und in einer neuen Stärke auf. Was sagt das jetzt dir und mir? Wisst ihr, was die Kriegssymbolik im Alten Testament, und das ist jetzt ein wichtiges Side-Teaching, ist letztendlich ein physisches Bild für etwas, was wir heute geistlich erleben. Das heißt, dass David den gleichen Feind wieder und wieder bekämpfen muss, ist was wir zutiefst in der Bibel entdecken. Am Ende kämpft David 40 Jahre seines Lebens gegen die Philister. Und wenn wir mal ehrlich sind, wie geht's uns eigentlich? Haben wir nicht auch manchmal diese inneren Kämpfe und immer inneren Feinde? Wenn wir so aus unseren Teenie-Jahren rauskommen, denken wir, yes, Kampf geschafft, ne? Also ich fand die Teenie-Jahre anstrengend. Und dann kommst du in deine 20er und dann hast du wieder die Challenges. Dann kommst du in deine 30er und denkst, oh je, meine, jetzt bin ich ja gefühlt endlich erstmal erwachsen geworden und hab wieder meine Challenges. Dann kommen die 40er, die 50er, die 60er, die 70er, die 80er. 90er und 100er, ne? Wir haben Glauben. Aber jedes Jahrzehnt hat doch gefühlt seine Challenges, oder? Und immer wieder haben wir das Gefühl, wir haben diesen Feind, der aufsteht und gegen uns kämpft. Und immer wenn du einen Sieg erlangst, wartet gefühlt ein nächster Kampf um die Ecke. Wisst ihr was? Wenn uns das nicht bewusst ist, dann denken wir manchmal, wir machen was falsch. Aber wisst ihr was? Gott befreit uns, ja, er befreit uns an einem Tag aus Gefangenschaft. Aber er befreit uns nicht von den Kämpfen. Gott befreit uns aus Gefangenschaft, aber nicht aus Kämpfen. In Richter gibt es eine ganz spannende Stelle, da heißt es, Richter 3, die Verse 1 bis 2, der Herr ließ bestimmte Völker im Land bleiben, um die Israeliten auf die Probe zu stellen, die noch nicht an den Kriegen gegen Kanaan teilgenommen hatten. Das tat er, um die Generationen von Israeliten, die keine Erfahrung im Kampf hatten, die Kriegskunst zu lehren. Echt crazy, oder? Gott lässt Feinde im Land, damit die Israeliten kämpfen lernen. Was für eine Perspektive auf Feinde in unserem Leben. Was für eine Perspektive auf Schwäche, auf Herausforderungen, auf heftige Seasons in unserem Leben. Und mein Wunsch ist es, dass wir eine Kirche sind, die sagen kann, ja, wir sind befreit, ja, wir sind Kinder Gottes. Aber wir schließen unsere Augen nicht vor der Realität und die Realität tut manchmal einfach weh. Und ich möchte dir jetzt eine Minute geben. Wir haben gleich so einen Countdown laufen, wo du dir mal persönlich überlegen kannst, was ist denn dein persönlicher Struggle right now, ganz aktuell? Was ist dein Feind, der gefühlt kommt und kommt? Und das darfst du dir einfach mal notieren, weil ich habe gesagt, das Level deiner Ehrlichkeit definiert später das Level deines Durchbruchs. Wisst ihr was, auch wir als Pastorenteam, auch als wirklich auch
Angestellte der Kirche haben, wir haben gefühlt, kommen wir gerade aus einer Season, wo Gott wie nochmal ganz viel hochholt. Gefühlt deckt Gott ganz neue Schmerzpunkte auf, wo wir gar nicht gemerkt haben, dass sie da waren. Nur damit wir den Prozess der Heilung gehen können. Und ich habe Michelle gebeten, dass sie doch einfach mal berichtet, wie es ihr denn die letzten Monate und teils schon Jahre ging. Und ich kann nur vorab schon sagen, danke Michelle für deine Ehrlichkeit und dass du dich hier traust, dieses Zeugnis zu bringen. Einfach, dass das, ja, dass du da dein Herz öffnest. Als wir vor 2 Jahren als Pastoren eingesetzt worden sind, hatten sich bei mir Zweifel eingeschlichen. Also keine Zweifel an mich, dass ich das Pastorending irgendwie nicht schaffen würde, sondern reale Zweifel an Gott. Und diese Zweifel, die hatten mich über 2 Jahre begleitet und ich habe immer wieder mit Leuten in diesen 2 Jahren gesprochen und irgendwie habe ich mich einfach nicht verstanden gefühlt. Und so hat der Feind es leicht gehabt, reinzukommen mit Scham, mit Lügen. Du bist die Einzige, mit dir stimmt was nicht, irgendwas ist falsch mit dir. Und so habe ich aufgehört, darüber zu sprechen und habe es einfach sein gelassen. Und Anfang diesen Jahres waren wir mit den Pastoren in San Diego auf einem Vision Trip und ich hatte die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Es war im Februar, wir sind dahin geflogen und ich hatte die Hoffnung, dass einer die Hand auflegt, einer für mich betet, einfach einer einen Eindruck hat und schakka baba, ich nach Hause fliege und der Zweifel weg ist. Spoiler, es war nicht so. Und wir saßen dann am Abend, 2 Tage bevor wir nach Hause geflogen sind, mit Romis noch da und sie fragen so, und wie war es so für euch? Und ich habe mich entschieden, wieder ehrlich zu werden. Und ich habe gesagt, wisst ihr noch, ich hatte schon sehr lange Zweifel, als ich eingesetzt worden bin. Und die kamen immer so in Wellen. Und gerade aktuell ist es ziemlich wellig. Und ich hatte gehofft, dass ich eine Begegnung habe und nach Hause gehe und es weg ist. Und es ist nicht passiert. Und wir reden so und irgendwann sagt David, Michelle, ich höre die ganze Zeit Geist von Ablehnung. Und ich war so, was willst du jetzt damit? Ich rede gerade von Zweifeln und du kommst damit und ich bin nach Hause geflogen, aber dieser Satz ist hängen geblieben. Und ich habe den Satz mitgenommen und ich habe gesagt, okay, irgendwas triggert da und ich habe angefangen Predigten anzuhören über Geist von Ablehnung. Und als ich diese Predigt angehört habe, es war, als würde dieser Prediger zu mir sprechen und von mir reden. Und ich dachte mir so, Kacke. Und als er dann noch gesagt hat, Geist von Ablehnung koppelt sich oftmals mit Geist von Unglaube, hat er mich gehabt. Und ich so, okay. Aber weißt du was? Ich hatte kein Glaube mehr, dass was passieren kann. Und ich habe es schleifen gelassen, ich bin dem nicht nachgegangen. Und ich habe aber gemerkt, Ablehnung kommt immer mehr hoch. Dieses Thema ist immer mehr und mehr und mehr präsent gewesen in meinem Leben. Ich bin in den Raum reingekommen und ich habe mich nicht mehr getraut, mit Leuten zu sprechen. Ich habe bei jedem Gespräch gedacht, was denkt er über mich? Hat er was gegen mich? Und ich habe mich selber erwischt dabei, dass diese Ablehnung eine Riesenrolle in meinem Leben spielt. Aber ich hatte keinen Glaube mehr dafür. Und irgendwann konnte und wollte ich nicht mehr beten. Ich habe aufgehört, die Bibel zu lesen. Und ich habe das komplette Geistliche ausgeschlossen. Ich habe gesagt, ich habe irgendwie keinen Bock mehr darauf. Und dann habe ich mich entschieden, nicht mehr zu predigen, nicht mehr auf die Bühne zu gehen, weil ich gewusst habe, ich habe so wenig Glaube. Der Unglaube überwiegt alles. Wenn ich jetzt auf die Bühne gehe, würde ich mich und alle anderen anlügen. Und ich habe gesagt, so geht es nicht mehr weiter. Und es war Woche von Woche zu Woche, von Woche zu Woche. Manche haben das mitbekommen. Ich habe mit Sarah jede Woche gesprochen. Ich habe mit Martin zum Beispiel mal geredet. Und es wurde von Woche zu Woche schlimmer. Bis dahin, dass ich teilweise eine Woche im Bett lag, nur geweint habe und halb depressiv war. Und gesagt habe, ich habe keine Ahnung mehr, wer ich bin, was ich überhaupt mache und wie ich da rauskomme. Und ich habe gesagt, Leute, Sarah, David, eigentlich könnt ihr mich kündigen.
Und ich bin heute ganz ehrlich mit euch. Das war meine schlimmste Zeit und mein dunkelstes Tal, wo ich bisher durchgegangen bin. Und das hat sich nicht nur über 6 Monate gezogen, sondern über 2 Jahre. Und es kam in Wellen und ja, das letzte halbe Jahr war es das Schlimmste, aber das kam mit mir. Und am irgendeinem Tag saß ich im Auto und ich habe mir gesagt, so wie es mir geht, geht es ja auch nicht weiter. Ich habe schlimme Gedanken, ich will mich selbst verletzen. Glaube oder nicht, so kannst du doch nicht durch die Welt gehen. Und ich habe mich entschieden zu sagen, ich hole mir Hilfe. Weil das, was du in deinem Tal tust, bestimmt, was mit dem Rest deines Lebens passiert. Und selbst, was wir vorhin gesungen haben, wenn die Welt droht zu zerbrechen, deswegen liebe ich das, halten wir fest an seinem Versprechen. Obwohl alles bei mir zerbrochen war. Also fing ich an, Lebenscoaching anzufangen bei einer Pastorin und habe das ganze Ablehnung-Thema angefangen. Und auch wenn ich es bis dahin noch nicht verstanden hatte, hatte da ein Prozess von innerer Heilung angefangen. Und nach dem ersten Coaching hatte ich plötzlich eine Sprache, ich habe plötzlich Licht gesehen am Ende des Tunnels und noch immer hatte ich das Geistliche ausgeschlossen. Und im Juni waren dann Jonathan und Theresa Mack da und die haben die Freedom Night gemacht. Und als sie von ihrer Story gesprochen hat, habe ich nur geheult, weil jeder Satz zu mir passte. Und am nächsten Tag hatten wir ein Pastorentreffen mit denen in Freiburg und David hat arrangiert, dass ich mich mit ihr davor treffen konnte und wir gemeinsam gebetet haben. Und es hat, ich sag's euch ehrlich, es hat unglaublich lange gedauert, dass ich mein Herz öffnen konnte. Aber sie hat angefangen zu beten für innere Heilung und für Befreiung und hatte plötzlich ein Bild von mir, als ich klein war. Und es war eine Situation, die wirklich passiert ist und diese Situation hat mein Herz geöffnet. Ihr Eindruck hat mein Herz wieder für Gott geöffnet und ich konnte mich öffnen und aus mir ist es herausgebrochen. Ich habe über 1 Stunde lang durchgeweint und konnte Jesus einladen. Da, wo mein Herz zerbrochen war, konnte ich ihn reinholen und er konnte mein Herz heilen. Ich konnte mir Vergebung zusprechen und den Menschen, durch die mein Herz zerbrochen war, denen konnte ich Vergebung zusprechen. Und seit dem Tag konnte ich wieder beten, seit dem Tag konnte ich wieder Bibel lesen und seit dem Tag hatte ich keinen Zweifel mehr. Innere Heilung und Befreiung ist real. Und die Wahrheit ist, dass meine Seele so kaputt war, mein Herz so kaputt war, dass sie nicht mehr glauben konnte. In Sprüche 4,23 heißt es vor allem aber, behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Und das, wenn ungelöster Schmerz in unserem Herzen ist, fließt es in jeden Lebensbereich rein. Und genau so war es. Und deswegen sagt er im Psalm 147,3, der Herr heilt die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Und ich kann euch sagen, das hat Jesus bei mir gemacht und genau das möchte er bei dir tun. Und was ich aus dieser Zeit gelernt habe, waren 5 Dinge, die ich für mich mitgenommen habe. Der Zweifel war nur die Oberfläche von einem tieferen Schmerz. In deinem dunkelsten Tal ist Gott bei dir und geht mit dir Schritt für Schritt. Wir wollen immer Instant-Behandlungen, aber innere Heilung ist eine Reise. Was du im tiefen Tal tust, bestimmt, was mit dem Rest deines Lebens passiert. Und was bei uns Menschen unmöglich scheint, ist bei ihm möglich. Amen. Michelle, vielen, vielen Dank für das Teilen. Ich denke, ihr wisst, sowas kostet vielleicht auch Überwindung, aber das ist genau das, wo wir sagen, hey, wir als Kirche, wir wollen transparent sein. Wir wollen ehrlich sein. Und dass Michelle heute wieder auf einer Bühne steht, war unter anderem auch, weil sie gesagt hat, sie gibt nicht auf. Wir haben Woche für Woche haben wir gerungen, wir haben gekämpft, sie hat sich
Sachen angehört, sie hat Kontakte gesucht, sie ist sogar nach Amerika geflogen im Sommer, um nochmal 3 Wochen mit den Macs wirklich die ganzen Prozesse weiterzumachen. Also sie hat den Preis bezahlt und sie hat nicht aufgegeben. Und das liebe ich, Michelle, dass du wirklich gesagt hast, nee, du bleibst nicht im Tal. Du gibst alles und das ist das, was der Unterschied macht. Danke dir. Aber wisst ihr was, es geht hier nicht nur um eine Geschichte von Michelle oder von uns oder von jemand anderem, sondern ich glaube, dass Gott dir auch in deinem Schmerz und in deinem Tal dir begegnen möchte. Und ich habe gedacht, wir machen jetzt eine Übung, die ist ein bisschen herausfordernd. Aber wenn du möchtest, darfst du mitmachen. Und zwar darfst du dich jetzt mal mit deinem Nebensitzer zusammen machen. Und ihr habt erstmal 1 Minute Zeit, dass eine Person dem anderen mal ehrlich wird und sagt, hey, schau mal, das sind die Prozesse, das ist gerade mein Feind, das ist gerade die Season, in der ich stehe. Da wird auch wieder 1 Minute Countdown laufen und dann gibt es eine 2. Minute, wo ihr wechselt. Einfach damit wir merken, hey, jeder von uns hat diese Themen. Es ist nicht nur eine Michelle, es ist nicht nur ich, es ist nicht nur andere von uns hier vorne, sondern jeder von uns. Der 2. Punkt und der Punkt, den wir auch bei Michelle gesehen haben, ist, Schmerz ist eine Chance zur Kapitulation. Also wir gehen nochmal in die Geschichte von David. David trifft wieder diesen alten Feind, die Philister. Und wer die Geschichte von David in der Bibel kennt, der weiß, David hat bereits Bären besiegt. Der hat einen Löwen getötet. Der hat Goliath, also diesen gleichen Feind, bereits getötet. Und trotzdem macht er etwas, was zeigt, wie sein Herz ist. In 1. Chronik 14, Vers 10 lesen wir weiter. Da fragte David Gott, soll ich hinausgehen und mit den Philistern kämpfen? Wirst du sie in meine Hand geben? Und der Herr antwortete, ja, geh hinaus. Ich sorge dafür, dass du sie besiegen wirst. David hatte bereits Siege. Er hatte Erfahrung. Eigentlich könnte man sagen, er weiß, wie man kämpft. Aber was er gemacht hat, er hat in jedem Moment und vor jeder Herausforderung die Entscheidung getroffen, nicht ich weiß es. Nicht meine Erfahrung weiß, wie es geht. Nicht mein Wissen weiß, wie es geht, sondern ich frage Gott. Ich frage Gott, wie ich der Realität ins Auge schauen kann. Andrew Murray hat mal gesagt, Demut ist nichts anderes als die einfache Anerkennung der Wahrheit, dass ich nichts bin und Gott alles. Das ist das Herz, das wir bei David in Schmerz und Schwachheit sehen. Es ist ein Herz, das demütig ist und weiß, ja, ich habe bereits Siege. Ja, wir haben bereits als Kirche eine Geschichte, wo wir 10 Jahre auf schöne Dinge zurückgucken können. Und trotzdem müssen wir Gott jedes Mal neu fragen. Gott, was ist dein Wille? Hudson Taylor hat mal gesagt, alle Giganten Gottes waren letztendlich schwache Menschen, die große Dinge für Gott taten, weil sie nur damit rechneten, dass Gott mit ihnen war. Jeder Gigant Gottes war am Ende ein schwacher Mensch. Aber was der Unterschied war, ist, sie haben damit gerechnet, dass Gott mit ihnen war. Und das sehen wir bei David. Schwachheit ist nicht das Ende deiner Geschichte, sondern es ist der Beginn von Gottes Geschichte in dir. Und dieser Punkt der Schwachheit ist deswegen so wertvoll. Lass es uns nicht ignorieren oder wegrennen, weil der Punkt der Schwachheit ist oft der Beginn erst, wo Gott die Geschichte mit dir schreibt. Und das ist mein letzter Punkt. Gottes Kraft wird wann sichtbar? Gottes Kraft, die Days of Power, bei seine Kraft kommt in unserer Schwachheit zur Vollendung. Der 2. Weg, Gottes Kraft zu erfahren, ist an dem Punkt, wo wir wissen und eingestehen, wir sind schwach. Wir können es nicht. Wir können uns hier vorbereiten. Wir können Lieder singen. Wir können Dinge machen. Aber am Ende können wir doch keine Veränderung bringen. Im 2. Korinther 12, Vers 9 heißt es, und da schreibt Paulus
diese bekannten Vers, jedes Mal sagte Gott mir, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Gottes Kraft kann sich in diesen Tagen hier in unserer Schwäche, in unserem Leben, in unserer Schwäche zeigen. Gott sucht am Ende keine starken Männer und Frauen. Gott sucht Männer und Frauen, die sich ihrer Schwachheit bewusst sind und gleichzeitig Gott kennen. Gott sucht ehrliche und transparente Leute. Und wisst ihr was? Und wenn wir es schaffen, auch als Kirche, in unseren schwächsten Momenten Gott Ehre zu geben, das ist eine Ehre, die ihm gebührt. Und da habe ich Basti gefragt, ob er nicht auch aus seinem Leben noch ein Zeugnis erzählen kann. Ich weiß nicht, was eure Lieblingseigenschaft von Jesus ist. Es gibt eine Sache, mit der ich am meisten relaten kann, und die lesen wir in Jesaja 53. Und da heißt es, er war voller Schmerzen und mit Leiden vertraut. Und einige von euch kennen vielleicht schon ein bisschen was von meiner Geschichte, aber mit diesem Satz, der über Jesus geschrieben steht, kann ich tatsächlich am besten relate mit meinem eigenen Leben. Ich bin voller Schmerzen und mit Leiden vertraut. Warum? Ich habe seit über 9 Jahren eine chronische Erkrankung, von der man nicht genau weiß, was es ist, woher es kommt und wieso es da ist. Aber ich habe ständig irgendwelche Entzündungen in meiner Muskulatur, in meinem Körper. Und die wandern. Die sind mal hier, mal da, mal im Nacken, mal in den Hüften, wo auch immer. Und es ist teilweise so, ich habe Nächte, wo ich einfach wach liege, voller Schmerzen und nicht mehr weiß, was ich tun soll. Wo ich regelmäßig zusammenbreche auf dem Boden, einfach weine und nicht mehr weiß, wohin. Schmerztabletten bringen nichts. Manchmal bringt Bewegung was, manchmal bringt Massage was, manchmal macht es das schlimmer, manchmal macht es das besser, wie auch immer, es geht hin und her. Und ich habe sehr, sehr, sehr viel für mich beten lassen. Von sehr, sehr vielen gesalbten Männern und Frauen Gottes. Und ich habe selber für andere Menschen gebetet, die geheilt wurden. Das heißt, ich würde mal behaupten, es mangelt mir nicht unbedingt in dem Moment am generellen Glauben, dass Gott heilt. Wir alle haben zu wenig Glauben, sonst würden wir mehr sehen, da bin ich sehr realistisch mit mir selber. Aber das Einzige, was ich von Gott bekomme, wenn ich ihn frage wegen meiner Geschichte, ist immer ein noch nicht. Und ihr könnt euch vorstellen, ihr habt bestimmt auch alle Situationen in eurem Leben, wo ihr diese Antwort nicht unbedingt gerne hören wollt. Und was Gott mir immer wieder gibt aus seinem Wort ist, lass dir an meiner Gnade genügen. Und seine Gnade ist halt nicht nur das Geschenk der Heilung, seine Gnade ist auch, dass er Feinde im Land stehen lässt, damit wir kämpfen lernen. Und eine der wichtigsten Eigenschaften der Jünger Jesu ist, dass sie überwinden gelernt haben und ausharren. Und wenn, also ich bin einer von denen, ich möchte gern am Ende den ganzen Jackpot absahnen, das heißt, wenn ich die Offenbarung lese, dann lese ich die Sendschreiben und dann steht da ja, wer überwindet, dem wird gegeben. Und dann sage ich immer, ja, ich will auch. Aber das kommt halt einher mit dem, wer überwindet, dem wird gegeben. Und ich merke, was Gott mir antrainiert, ist Überwinden und Ausharren und Festhalten an dem Glauben, dass dieses Noch nicht ein Noch beinhaltet. Okay, ich werde gesund sein irgendwann, spätestens wenn ich tot bin. Und dann kriege ich einen neuen Körper. So, und das ist der Berg, den ich festgelegt habe, auf dem werde ich sterben. Und so lange, bis es soweit ist, werde ich meinem Gott Ehre machen. Und es gab eine Situation in meinem Leben, das war der 2. Weihnachtsfeiertag und ich hatte wieder mal so eine Schmerzattacke, die kommen dann in so Wellen und manchmal ist es nicht, weiß ich, wer von euch Migräne kennt? Ich habe das teilweise 4 Tage die Woche gehabt. So, und dann war der 2. Weihnachtsfeiertag und es ging wieder los, ich hatte einen Schmerzschub und irgendwann habe ich gesagt, komm, ich gehe nach draußen, weil ich halte es hier drin gerade nicht aus, bin spazieren gegangen, es hat schön geregnet, es war so richtig schöne Atmosphäre da. Und ich gehe da spazieren und ich klage Gott mein Leid und ich sage ihm, Papa, was soll das alles? Ich könnte doch hier so viel mehr Ehre machen, wenn ich gesund wäre. Ich könnte so viel mehr für dich tun. Ich könnte so viel mehr leisten. Ich könnte so viel mehr machen. Und Gottes Antwort war, du kannst mir nie mehr in deinem Leben mehr Ehre machen als jetzt, wenn du mich jetzt anbetest. In diesem Moment des Schmerzes.
Und das hat mich zerrissen. Es hat mich so überführt von meinem Stolz, von ich will für ihn arbeiten, ich will für ihn machen. Was will Gott von mir? Er will mein Sein. Und er will meine Ehre, egal wann und egal wo. Und meine Ehre gehört ihm in meinem Leid. Und ich bin noch nicht gesund. Und wir wollen nicht nur Geschichten erzählen von Menschen, die jetzt ein Wunder erlebt haben und zack, ist es weg. Michelle hat auch gelitten eine Zeit lang und dann hat Gott es weggenommen. Und ich leide immer noch. Und ich stehe und ich sage euch, Gott ist gut und er wird mich heilen und ich habe Glauben und ich vertraue ihm. Und ich will dich ermutigen, egal wo du drin stehst, völlig egal was, völlig egal was, halte einfach fest an Gott. Lass dir an seiner Gnade genügen. Und es gibt vielleicht auch Themen, wo du denkst, dafür gibt es aber gar keine Lösung. Dann machen wir ihm halt trotzdem Ehre. Du kannst Gott nie mehr Ehre geben als an dem Ort des Schmerzens und des Tals. David hat es gesagt, der Untertitel von den Days of Power ist Never Lose My Fire. Es ist leicht, das Feuer nicht zu verlieren, wenn es einem gut geht, wenn man auf dem Berg steht. Aber wisst ihr was? Es ist was anderes, das Feuer am Brennen zu lassen, wenn man im Tal steht. Und das liebe ich, wenn ich Basti sehe. So oft meldet er sich und sagt, ich kann wieder nicht. Ich bleibe daheim, weil es einfach nicht geht. Und wir sehen den Schmerz und gleichzeitig sehe ich den Glauben, den er hat für andere Menschen und wie viel Wunder und Heilung auch durch dich passieren. Und in dieser Spannung lebt er tagtäglich. Und er macht damit Gott Ehre. Und jetzt, wenn du nochmal deine eigene Story, deine eigenen Feinde, deinen eigenen Schmerz vor Augen führst, möchte ich dich ermutigen, dass du heute Abend eine Entscheidung triffst, wenn du es möchtest. Und zwar Gott Ehre zu machen, an dem Punkt, wo du gerade stehst. An dem Punkt, wo du gerade stehst. Treffen wir die Entscheidung, unser Feuer nicht zu verlieren, im Tal der Schwachheit, im Tal des Schmerzes. Das ist der Ort, wo wir Gottes Kraft auf eine andere, auf eine tiefe, auf eine ehrliche Art und Weise erleben dürfen. Tozer hat mal gesagt, manchmal gehe ich zu Gott und sage, Gott, wenn du nie wieder ein Gebet erhörst, während ich auf dieser Erde lebe, werde ich dich immer noch anbeten. Solange ich lebe und im kommenden Zeitalter für das, was du bereits getan hast. Das ist Glaube. Das ist Gott zu ehren und Gott zu lieben. Egal, wenn wir vielleicht noch auf das Wunder warten. Egal, wenn es vielleicht auch gar nicht mehr passieren kann, weil es schon passiert ist. Aber wir wollen eine Kirche sein, die Gott anbetet. An den Bergen und in den Tälern. Wir haben jetzt nochmal eine kurze Zeit des Worships, aber auch die Möglichkeit, wir haben ein Gebetsteam, das jetzt und auch in der Pause noch da sein wird. Und zwar werden die hier rechts und links an der Seite stehen. Und ich möchte dich ermutigen, bleib mit diesen Themen nicht allein. Bleib mit diesen Themen, lass für dich beten oder nimm nochmal deinen Nebensitzer und betet nochmal füreinander. Aber lass uns im Herzen heute eine Entscheidung treffen. Never lose my fire. Das Video ist vorbei. Wir hoffen, es hat dich inspiriert und weitergebracht. Lass doch gerne ein Like und ein Abo da und aktiviere die Glocke, so wirst du nichts mehr verpassen. Uns würde es so riesig freuen, dich auch persönlich kennenzulernen. Darum komm doch mal sonntags in einem von unseren Standorten vorbei und besuch eine Celebration. Wenn du uns finanziell unterstützen möchtest, findest du hier den QR-Code, wo du sehr gerne was geben kannst. Wenn du heute dein Leben Jesus gegeben hast, dann würde es uns so freuen, wenn wir das mit dir feiern können. Darum trag es gerne unten im Kontaktformular in der Videobeschreibung ein und so werden wir uns bei dir melden und dir auch noch ein Geschenk zukommen lassen. Stöber doch gerne noch weiter durch unsere Mediathek. Wir haben so viele tolle und inspirierende Videos und uns freut es, dich dann demnächst wieder dabei zu haben. Ciao und bis zum nächsten Mal.